Und wenn man sich die Äußerungen der Bundesregierung, wenn man sich die Äußerungen der Ampelkoalition in den vergangenen Wochen anschaut, dann muss man eines feststellen. Die Ampelkoalition ist bei dieser Frage nicht klar aufgestellt. Häufig weiß die eine Hand nicht, was die andere möchte. Es gibt widersprüchliche Aussagen. Das kostet Vertrauen. Auch wenn die Aussage im Bundestag nicht im Zusammenhang mit der Behindertenpolitik gefallen ist, so spiegelt diese doch ein Meinungsbild wider, das wir am Europäischen Tag für Menschenbehinderung einfangen konnten. Mit eigener Meinung haben wir daher die Bundesregierung sowie die Union konfrontiert und Antworten erhalten, die vielleicht so nicht jeder erwarten könnte. Schauen wir uns das einmal an. Also wir sind ja heute hier am Brandenburger Tor. Und im letzten Jahr waren noch die Oppositionsparteien noch da, sind gerne zu uns gekommen und haben unsere Aktion unterstützt. Wir haben sie diesmal wieder eingeladen, aber leider ist keiner gekommen, weder von der FDP noch von den Grünen. Naja, von der SPD kam ja eh noch nie jemand. Die haben sich eh noch nie für die Probleme behinderter Menschen interessiert. Und ehrlich gesagt, ja, wir haben echt die Schnauze voll, die sollen sich mit uns jetzt mal an den Tisch setzen. In der Tat gab es in der Vergangenheit von der Interessengemeinschaft Selbstbestimmtes Leben immer wieder Aktionen am 5. Mai, wo sich zumindest aus der Opposition in den vergangenen Jahren noch einige Abgeordnete gezeigt haben. War dieses Mal niemand zu sehen? Oder lag dieses vielleicht daran, dass der 5. Mai, der Protesttag von Menschen mit Behinderung, dieses Mal außerhalb der Plenarwochen lag und sich die Politikerinnen und Politiker eben nicht in Berlin aufgehalten haben? Wir sind der Sache mal nachgegangen. Also ich weiß nicht, wer am 5. Mai am Brandenburger Tor da war. Also ich persönlich kann sagen, ich war auch in den letzten Jahren nicht immer am Brandenburger Tor, weil ich einfach sehr, 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 sehr weit weg wohne. Also wenn ich mit dem Zug nach Berlin fahre, sind das 12 Stunden. Und was ich am 5. Mai mache, ist, ich bin sozusagen an dem Thema immer aktiv und mache natürlich, bin an anderen Orten, dann vielleicht nicht am Brandenburger Tor, aber ich glaube, es ist eine Fehleinschätzung zu meinen, dass man da nicht hinkommt, weil man sein Gesicht nicht mehr zeigen möchte, weil man in der Regierung ist. Was schon anders geworden ist, das muss ich sagen, ist, dass es schwieriger ist, aus dieser Rolle als Regierungsfraktion Öffentlichkeitsarbeit deutlich zu machen. Also wir lernen gerade immer noch so, ne? Also was ich früher gemacht habe, sind so die klassischen Instrumente zu nutzen. Kleine Anfragen, die Regierung in Befragungen löchern und so weiter. Und das System hier ist ziemlich formalisiert. Und für so eine Regierungsvertreterin oder MdB-Abgeordnete, wie ich das bin, ist das nicht vorgesehen, dass man das so macht. Sondern man arbeitet auf eine andere Weise, ist sozusagen viel mehr natürlich im Hintergrund mit den Ministerien beschäftigt und versucht da irgendwie die Dinge durchzuboxen. Und wir sind ehrlich gesagt, das muss man in aller Offenheit auch sagen, auch darauf angewiesen, dass die Oppositionsfraktionen ihre Rolle gut wahrnehmen und durchaus der Regierung in den Arsch treten und sagen, wir erwarten von euch, dass ihr bestimmte Dinge umsetzt. Dass es nicht jahrelang dauert, bis ihr beginnt, sozusagen die ersten Punkte aus diesem Koalitionsvertrag zu realisieren. In den vergangenen Jahren befanden FDP und Grüne sich noch in der Oppositionsrolle und haben viel an der Behindertenpolitik der damaligen Bundesregierung kritisiert. Nun sind FDP und Grüne selbst mit Regierungsverantwortung. Und das löst bei den Menschen mit Behinderung Erwartungen aus, die sich mittlerweile in Enttäuschung umgeschlagen hat. Wir haben wirklich geglaubt, jetzt ändert sich ganz viel. Weil gerade Grüne und FDP haben vorhin der Opposition gute Arbeit gemacht und haben uns sehr unterstützt, wenn wir zum Beispiel gegen die Bahn etwas gemacht haben und gesagt haben, das muss besser werden oder generell Barrierefreiheit, nicht nur bei der Bahn, sondern auch private Anbieterinnen und Anbieter von Waren und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichten. Das muss endlich geschehen. Da waren wir uns immer einig. Und insofern dachten wir, jetzt wird etwas besser, stehen auch viele gute Sachen im Koalitionsvertrag. Aber wenn man guckt, was passiert ist, passiert nichts. Und wir versuchen jetzt mit der jetzigen Opposition zusammenzuarbeiten. Also wir nähern uns jetzt der CDU an. Auf einmal ist die Union als Oppositionspartner wieder Ansprechpartner. Und das, wo diese doch in der letzten Legislaturperiode so unter Kritik stand. Wie zu der Haltung, jetzt wieder die Opposition. Die Bundesregierung steht dazu, äußert sich die Abgeordnete Corinna Rüfer von Bündnis 90. Und wir sind ehrlich gesagt, das muss man in aller Offenheit auch sagen,
auch darauf angewiesen, dass die Oppositionsfraktionen ihre Rolle gut wahrnehmen und durchaus der Regierung in den Arsch treten und sagen, wir erwarten von euch, dass ihr bestimmte Dinge umsetzt. Dass es nicht jahrelang dauert, bis ihr beginnt, sozusagen die ersten Punkte aus diesem Koalitionsvertrag zu realisieren. Das nehme ich ja durchaus quasi als Rückenwind wahr, um den Druck zu verstärken, damit wir mit diesem Thema Behindertenpolitik auch eine bestimmte Priorisierung bekommen unter all diesen Themen, die natürlich miteinander konkurrieren. Ja, also nochmal hingewiesen auf die Krisen, in denen wir uns gerade befinden. Also wo wir über andere Fragen reden, wie kriegen wir es irgendwie hin, Einmalzahlungen zu gewährleisten, zu verhindern, dass Familien irgendwie abrutschen, Leute ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Das sind total starke Themenkonkurrenzen. Und alle, die das hier sehen, wissen, dass die Behindertenpolitik sozusagen nicht die erste Schlagzeile in der Tagesschau am Abend ausmacht. Das heißt, wir sind immer quasi darum bemüht, irgendwie, ich nenne es mal populäre Anknüpfungspunkte zu bilden, also dafür zu sorgen, dass das Thema wahrgenommen wird und tatsächlich in der Priorität auch nach oben wandert. Also aber was hält die SPD als Partei, die schon länger mitregiert hat, von der Kritik? Eine Antwort, die wenig verwundert. Also ich komme jetzt natürlich aus einer Regierungsfraktion, das schon sehr lange mitregiert hat und so weiter. Aber wir haben leider mit jemandem mitregiert, dass er von progressiver Behindertenpolitik nicht viel verstanden hat. Es ist demokratisch zu begrüßen, dass jetzt viele Menschen mit Behinderung gerade die Oppositionspartei aufsuchen möchten, die ja seit Jahren blockiert haben. Das kann ich nur begrüßen, um dort möglicherweise auch das Verständnis herbeizuführen, hey, uns gibt es auch und ihr habt seit Jahren die SPD blockiert. Also bei aller Liebe, ich kann das nur betonen, keine progressive Haltung scheitert doch an der SPD und nicht in den letzten 16 Jahren, davon 12 mitregiert, ja, und davon das BTHG mit in die Wege gebracht durch uns, ja, noch mit Andrea Nahles. Und deshalb, ich kann das nur begrüßen, wenn man da auch zur Opposition geht, insbesondere zu der CDU, CSU geht und sagt, wollt ihr nicht unsere Forderung mit unterstützen letztendlich, weil wissen Sie, das Ergebnis kann ja nur so sein, dass die CDU ja eigentlich jedem Antrag, das ja im Bereich der Behindertenpolitik bei uns entsteht, nur unterstützen und zustimmen kann letztendlich. Aber damit nicht genug. Die Kritik geht weiter, gerade wenn es um die Förderung baulicher Maßnahmen bei barrierefreien Wohnungsumbauten geht. Ziemlich großer Skandal, was ich finde. Im Koalitionsvertrag steht noch, dass die Zuschüsse für barrierefreie Umbauten, die von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gewährt worden sind, dass das weiterlaufen soll, das Programm natürlich. Weil wenn alte Leute auf barrierefreien angewiesen sind, die es vorher nicht waren, müssen sie barrierefrei umbauen, damit sie nicht ins Heim müssen. So, und im Haushaltsplan ist es gestrichen worden. Wie kann das sein? Wie kann das sein, ein Programm, was über Jahre erfolgreich gelaufen ist, was auch laut Koalitionsvertrag weiterlaufen soll, dass das einfach gestrichen wird? Schlafen die alle nur in der Regierung heutzutage? Oder wie ist das zu erklären? Also eine berechtigte Kritik, wie sich aus der Beantwortung seitens der Bundesregierung klar kennen lässt. Also ich habe das sofort thematisiert, auch bei uns im Ausschuss, also ohne Verzögerung eigentlich. Ich habe sogar, kann ich mich erinnern, sofort eine SMS geschrieben, was soll das? Ja. Und es gibt zwei Dinge. Einmal die Empörung darüber, dass das eigentlich ein No-Go ist. Das kann ich einfach nicht machen. Das funktioniert nicht. Ja. Aber da weiß ich auch nicht, welche Köpfe im Wirtschaftsministerium da ständig solche Kurzschlüsse auch machen. Ja, das war ja nicht nur bei uns ja so. Ja. Es waren ja auch andere KfW-Programme betroffen gewesen. Und auf der anderen Seite hat man mich eben darauf hingewiesen, dass dieses Förderverfahren in der Form sowieso mit dem Bundesprogramm Barrierefreiheit komplett sowieso erneuert werden muss. Wobei, das ist für mich keine befriedigende Antwort, verdammt nochmal. Lass doch das alte Programm so lange laufen, bis ein neues Programm kommt. Ja, verstehe ich einfach nicht. Ich kann die Empörung nur mitnehmen. Ich habe sie, wie gesagt, sofort geteilt und auch weitergegeben. Aber da ist man im Gespräch. Kritik gab es an einem Beteiligungsprozess, den öffentlichen Anhörungen. Und diesen Anhörungen bekommen Verbände und NGOs die Möglichkeit, sich zu Gesetzentwürfen zu äußern, dort kritische Änderungswünsche zu platzieren und zu begründen. Der zuständige Ausschuss machte dann aus dem Gesetzentwurf eine abschließende Fassung, die im Bundestag beraten wird, um anschließend über den Gesetzentwurf abzustimmen. Es ist also ein Vorgang, der maßgeblich im Gesetzgebungsverfahren ist.
dieselbe ablehnende Haltung uns gegenüber. Wir werden nicht mit einbezogen. Dokumente sind immer noch nicht barrierefrei, wenn wir die bekommen. Wir haben so kurze Fristen. Wir können gerade auch nicht mehr auf Augenhöhe der Politik sozusagen was entgegenhalten, weil die Fristen so kurz sind. Wenn wir überhaupt mal eingeladen werden und wenn, dann ist alles sehr intransparent. Da in der Vergangenheit die Union mit in der Regierungsverantwortung stand, haben wir dort nachgefragt. Also im Rahmen des Beteiligungsprozesses ist es schon wichtig, dass eine ausreichende zeitliche Vorlaufzeit da ist, um sich auf diese Gespräche auch vorbereiten zu können. In den Perioden, die ich jetzt mit verantworten darf, weiß ich, dass ab und zu vielleicht mal die Vorlagen auch kurzfristig rauskamen. Aber kurzfristig hieß dann, dass man noch eine Woche ungefähr oder anderthalb Wochen Zeit hatte. Jetzt ist es so, dass wir Vorlaufzeiten von wenigen Tagen haben oder vielleicht sogar auch Stunden. Und das muss ich wirklich sehr, sehr deutlich kritisieren, ausschussübergreifend. Wichtig ist eben, dass die Entwürfe rechtzeitig übermittelt werden, damit man sie durchgehen kann, analysieren kann. Wir haben es hier mit Gesetzgebungsverfahren dann zu tun und gerade bei dem Thema Triage mit einer hochsensiblen ethischen Fragestellung zu tun. Da muss man auch die Gelegenheit haben, in Ruhe den Gesetzestext einmal durchgehen zu können, bevor man sich dazu positioniert. Welche Haltung hat aber die heutige Bundesregierung zu dem Thema? Corinna Rüfer bezieht dazu Stellung, was das Bereitstellen von Dokumenten für öffentliche Anhörungen betrifft. Also es hat dazu eine Anhörung gegeben in dieser Legislaturperiode schon. Da war die Grundlage ein Antrag der Linksfraktion. Also die politische Partizipation war die Überschrift in etwa. Da waren gerade diese Punkte angesprochen. Ne? Also wir brauchen, also damit gerade Selbstvertretungsorganisationen, die keine Heere von Juristen haben, die mal gerade über Nacht irgendwie einen Gesetzentwurf auswerten können, um dann eigene Stellung zu beziehen. Wir brauchen andere Fristen, wir brauchen eine Transparenz, wir brauchen Barrierefreiheit und so weiter. Da gibt es eine sehr weitgehende Übereinstimmung. Und wenn man da in den Koalitionsvertrag reinschaut, dann sind diese Punkte auch alle benannt. Also auch die sozusagen barrierefreie Übersetzung der Parlaments-, aber auch der Kabinettsarbeit und so weiter ist da vorgesehen. Wir haben ja auch, das kann man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass das Kompetenzzentrum Gebärdensprache und leichte Sprache ist damit drin. Das zielt ja alles auf die Zugänglichkeit und die Frage der Partizipation behinderter Menschen im politischen Prozess. Ja, aber da steht die Umsetzung aus. Das muss realisiert werden. Also es gibt eine Willensbekundung diesbezüglich. Aber die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, da ist jetzt das Triage, der Referentenentwurf zur Triage ein Beispiel. Da ist ja eine informelle Verbändeanhörung mit den sogenannten Behindertenverbänden. Da wird ja nie differenziert nach Selbstvertretung und Behindertenverbänden, dass sozusagen die Lebenshilfe immer gleichwertig mit ISL oder so, ist natürlich Quatsch, ja, aber alle sind da über Nacht eingeladen worden, haben nicht mal den gesamten Entwurf bekommen, sondern nur Ausschnitte, die man irgendwie für relevant gehalten hat. Also wenn das stilbildend ist, dann werden wir auf jeden Fall unserem Anspruch nicht gerecht. So. Corinna Rüfer macht es deutlich, indem sie betont, dass die Umsetzung an vielen Teilen noch aussteht. Es gibt also viel zu tun, damit in dem Gebiet die Bundesregierung deren Qualitätsstandards erreicht, der heute in anderen Staaten bereits Standard ist. Vielleicht auch ein Indiz, wie nach 16 Jahren Unionspolitik am Ende die UN-Behindertenrechtskonvention zumindest auf politischer Ebene umgesetzt wurde. Zumindest ist die politische Teilhabe eines der Rechte, die seitens der UN-Behindertenrechtskonvention zugesichert sind und somit auch möglich sein müssen. Auch wenn es noch viele andere Faktoren in Deutschland gibt, die gerade die politische Teilhabe erschweren, sei es die Grundsicherung, die dafür keine finanziellen Mittel bereitstellt, oder einfach die Frage nach barrierefreien politischen Beiträgen seitens der Bundesregierung oder kooperierende TV-Sender, die für die Bereitstellung der Plenardebatten mitverantwortlich sind. Dass nun Taten folgen müssen, meint auch Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben ISL. Dann möchten wir auch endlich mal Taten sehen und nicht nur wehmütig in den Koalitionsvertrag schauen, der uns viel verspricht, aber irgendwie doch nichts einhält. Corinna Rüfer sieht eine Verstopfung der Systeme und stellt dar, wie die aktuelle Situation ist. Was man natürlich zugute heißen muss,
Das sind ja Aussagen, die aus dem Mai stammen. Und genau. Das ist sozusagen eine, glaube ich, objektiv eine übertriebene oder falsche Vorstellung davon, wie Politik funktioniert, dass man den Hebel umlegt und dann alles gut läuft. Also wenn man sich anschaut, wie viele Gesetzgebungsprozesse und so weiter hier laufen, dann ist das sehr, sehr viel. Und wir haben im Prinzip eine Verstopfung der Systeme. Also wir kommen einfach objektiv nicht hinterher. Das ist ein Problem. Aber was mittlerweile, und wir sind ein paar Monate weiter, wir sind ja jetzt nicht mehr im Mai, sondern wir stehen kurz vor der Sommerpause. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder auch innerhalb der Ampelkoalition auch mit insbesondere dem BMAS besprechen und mit den Vertreterinnen der Regierung, dass wir sozusagen jetzt Impulse setzen müssen, damit die Leute ein Gefühl dafür gewinnen, dass wir gewillt sind, diese Punkte umzusetzen. So, wovon wir ausgehen, ist, dass nach der Sommerpause die vierte Stufe Ausgleichsabgabe schon mal auf der Tagesordnung stehen wird und einige andere Punkte, die man, wenn man das näher betrachtet, die kann man leicht umsetzen. Ja, und das müssen wir jetzt aber auch tun. Es gibt Prozesse, die längere Zeit dauern. Wenn man sich also anschaut, was ist im Bereich der Barrierefreiheit zu tun, dann ist das sehr umfangreich. Das wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das im nächsten Jahr anlaufen wird, im Jahr 2023. Da ist auch ein gewisses Finanzvolumen dahinter, dass man bewegen muss, aber sozusagen einfachere Gesetzgebungsvorhaben, die mehr sind als Symbole, aber so schmal, dass man schnell machen kann. Da erwarte ich, dass wir in diesem Jahr wirklich damit loslegen und dann auch den einen oder anderen Haken dahinter machen können. Der SPD-Abgeordnete Tekis Mehmet Ali gibt zu, dass einiges liegen geblieben ist und jetzt Gas gegeben werden muss. Also der Koalitionsvertrag war ja so vor Weihnachten fertig und dann war noch Corona und dann war Ukraine. Nicht nur in der Behindertenpolitik ist einiges liegen geblieben. Wirklich nicht. Nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich ist dadurch einiges liegen geblieben. Und ich kann nur eins versprechen, wir geben jetzt Gas. Wir geben jetzt Gas. Wir werden auch die Sommerpause dazu nutzen, auch mit dem BMAS schnell ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, wir wollen jetzt auch mal Taten sehen. Auch wir Parlamentarier wollen ja auch schnell etwas umsetzen. Und ich habe auch das Gefühl, als neuer Parlamentarier im Gegensatz zu den anderen MdB-KollegInnen, mit denen ich im Gespräch bin, innerhalb auch der Koalitionsfraktionen, ich bin da, glaube ich, sehr euphorisch unterwegs mit der Umsetzung der Vorhaben. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an meiner jugendlichen Tugend noch liegt, ja, dass ich sage, ach naja, das steht da ja, das setzen wir jetzt um. Und da auch sehr, sehr offen an die Sache rangehe und denke, das, was da drin steht, werden wir jetzt umsetzen. Ob wir jetzt noch 3 Jahre regieren oder noch 2 Jahre regieren, das müssen wir jetzt halt umsetzen. Und deshalb glaube ich schon ganz, ganz fest, dass wir das jetzt umsetzen können. Natürlich darf man nicht vergessen, jeder Tag, der verstreicht, ist ein Tag weniger Teilhabe für die Menschen mit Behinderung. Und deshalb müssen wir schnell sein. Und wir müssen die Sommerpause nutzen. Und also ich werde sie nutzen, persönlich, um das BMAS ein bisschen auch mal zu nerven, um da auch ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, wir brauchen irgendwie da mal so eine Zeitschiene. Wann wollen wir das machen? Aber die Frau Grese hat ja auch schon eingeladen zu einem Gespräch, wie wir jetzt etwas in die Gänge kommen können. Und deshalb bin ich da trotzdem optimistisch noch. Die Bundesregierung hat noch viel zu tun, um das umzusetzen, was der Koalitionsvertrag verspricht. Mit Blick darauf, wie Gesetze entstehen, ist aber auch anzumerken, dass Gesetze keine Werke sind, die mal eben geschrieben und verabschiedet werden. Vom Entwurf zur Debatte im Bundestag ist ein langer Weg. Wenn dann noch der Beteiligungsprozess verbessert werden soll und Dokumente auch mit dem richtigen Zeitvorlauf und barrierefrei an die Verbände zur Vorbereitung für die Anhörung gehen sollen, wird das zu einer Entschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens führen, die zwar notwendig ist, aber auch dafür sorgt, dass nicht mal eben ein Gesetz verabschiedet wird. Hinzu kommen die momentan zusätzlichen Themen wie Inflation und Energieversorgung, die weiteren Ressourcen bedürfen. Allerdings muss auch hier kritisch hinterfragt werden, wie weit der bürokratische Amtsschimmel herrscht oder ob eine Optimierung in den Prozessen im Bundestag eine Beschleunigung und Optimierung bestehender Ressourcen ermöglicht wird.